Hallöchen und herzlich willkommen heute hier beim, würde ich mal sagen, Schöner Wohnen und die Base von Freya und Chris. Hallihallo, ihr Lieben. Hallo. So, Freya wird uns heute hier rumführen und in dem Sinne würde ich mal sagen, geht los. Okay. So, runter vom Tor, zack. Ach, hey, das Tor ist auf. Ich habe gerade drauf gedrückt. Ja gut, aber da muss man natürlich mit zusagen, den unteren Teil, das hat hauptsächlich Chris gebaut, ne? Der jetzt heute leider nicht da ist. Ja, ich finde auch gut, dass er hier von diese Gitter von der Mod genutzt hat, dass das nicht so eine Mauer ist, ne? Ja, also, ist ein bisschen durchsichtiger. Da muss ich ja sagen, das finde ich gut von der Stable Mod, so die Schilder und diese Wände. Und so schön Kängurus. Ach je. Ja, hier hat Chris unten mal eben seine Zuchtstation gebaut, weil ich oben dann immer so viel Platz einnehme. Und seine Mantis. Die 503, 541 und so. Guck mal, die hat voll den Regenbogeneffekt hier drauf. Das ist ja cool. Und Pyro, guck mal den Kampf an. Oh, Kampf? Geh mal mit dem Fernglas drauf. Auf der bunten? Ich glaube auf allen. Also die bunte ist die höchste, ja. 105. Ach je. Ja, okay. Das ist fleißig. Na klar, wir fangen an, hier eine schöne Base anzugucken und Regen. Also wirklich. Ja. Hier Raketenstarter, also Kängurus. Ach, Affen, cool. Ja, unser Operation Gigas. Aber die, ja. Aber die anderen sind, glaube ich, oben weggecryot, ja. Ach ja, genau. Den Shadowman, den er von mir hat, den ich für ihn fertig gemacht habe, einen von den Dunklen, der heißt einfach Gregor, ja? Begeistert. Worum gehen wir jetzt? Links rum oder rechts rum? Nee, wir können hier lang. Ja. Die Hecken finde ich auch toll, aber die sind dann von der Gartenmod. Genau. Ach, guck, da hat er so ein Lava-Golem. Oben haben wir auch noch einen stehen. Ja, die sehen schon cool. Also da passt das Wetter ja zu, weil, ne, dann sieht man das Leuchten besser. Das stimmt. Okay. Hier geht's auch noch rum, ne? Ja, wollte ich gerade mit Klang. Ich weiß, ich bin am Snüffeln. Oh, Rollback. Ach, hier ist auch noch eine große Fläche. Ach toll, wir hätten von da hier rüber gehen können, ne? Ja. Aber dann laufen wir doch am anderen den Golem nicht vorbei. Na, ihr kleinen Scheißer. Ja, das hattet ihr ja schon gesehen in der anderen Aufnahme, wo ihr mal hingucken wart. Ja, das ist echt cool. Pyro, wieso haben wir sowas immer noch nicht? Ihr habt doch einen anderen großen, echten Teil. Die Verbindung ist ganz schlecht gerade. Ja, klar. Seht ihr, Leute, die Mini kriegt nie ihren Willen. Ach je. Ach, guck mal, das finde ich ja putzig, ne? Wie er das hier hingestellt hat, finde ich putzig. Ja. Ach ja, und unsere schöne Kaminecke. Ach je. Ja. Cool. Steinbank und Holzbank. Ja, nein, denn. Da ist ja Material ausgegangen wohl. Nee, das ist was für die Warm- und für die Kaltblüter. Ach so. Ach, guck, also sind wir eindeutig die Warmen, Mini. Da hat er wohl auch so ein rotes Licht drin versteckt, damit das so glühend aussieht. Das ist cool, ne? Ja. Sieht cool aus. Sehr schön, gefällt mir. Abends sieht das auch schön aus. Ja, es sieht ja aus, wenn es abends wäre, aber Leute, es ist gleich erst Mittag. Tja. Wir gehen erst oben gucken. Ach, unten ist Werkstatt. Okay. Genau. Ja, oben Wunsch. Und so gesehen Chris. Die hat sich in die Wasserbase verzogen, dass da auch jemand aufpasst, wenn die bösen Dinos kommen. Er ist wieder der Verwalter, ja? Okay. Oh. Das war meine Nase. Danke.
mit den Kronleuchtern und so, sieht cool aus, ne? Auch hier dieses Stein mit Glas da drin, die Elemente. Cool. Ja. Oh, da macht der Haier. Hat sich ins Bett gelegt. Chris schläft. Ja, der hat Nachtschicht gehabt. Müssen wir ganz leise sein. Chris, schlaf gut. So, und Chris ist sich gekümmert. Ja. Schön Hahnheimer. Hier hat auch noch einen Sitz. Ach, guck, hier hat er sogar einen extra einen Sitz für mich hingestellt. Das ist ja, das ist ja nett. Ja gut, das haben wir ja zusammengebaut hier oben. Das ist ja dann wieder so ähnlich wie bei Mini und dir. Die Deko-Sachen macht dann ja auch mal eben oft ich. Ach, hier hat aber kein Licht drin. Nee, die ist ja auch geradeaus. Nee, unten hat er so ein rotes Licht da rein versteckt. Ja. Das, ja. Aber der ist ja gerade am Abend, deswegen ist er nicht mehr so hell. Mhm. Mit den Kronleuchtern, die finde ich ja auch cool hier drin, ne? Ja, auch die bunten Gläser oben. Ja. Ein kleiner Balkon. Mini nicht wieder über die Blumenkästen laufen. Ja, cool aus. Ach, da unten jetzt auch noch weiter. Denn das bunte Glas ist von der Gartenmod und die Dachelemente sind von der Stable-Mod. Okay, wer das wissen will. Also man könnte natürlich auch hier runter. Okay. Und bin weg. Zack, kann man aufziehen. Ach guck. Ich dachte, ihr habt oben das Lager. Er hat sich hier unten halt auch nochmal gewisse Ressourcen eben hingepackt, ne? Ach so, damit er nicht immer hoch und runter muss. Ja, zum Reparieren, wenn er jetzt beispielsweise wirklich mal eben hier unten ist oder mal allgemein, wenn man hier unten ist, dass man nicht immer alles komplett oben. Klar, die Hauptdinger machen wir oben. Sieht man ja aber auch hier, das ist natürlich verhältnismäßig überschaubar, ja. Aber diese Kisten finde ich ja toll, ne? Diese Kisten hier. Klasse, ja. So, das ist, wo wir von draußen geguckt haben, wo dran steht genau. Werkstatt. Genau. Und hier geht's auch noch runter? Genau, das ist Werkstatt. Ja. Muffel. Jetzt kommt unser. Ach, jetzt kommt unser. Hey. Translokatorbox. Ja, und jetzt kommt unser Aquarium. Mit dem einsamen, verwirrten Anglerfisch. Der sucht einen Ausgang. Ja. Aber cool. Cool gemacht, ne? Und alles mit S plus Glas-Ceilings. Ja. Finde ich richtig cool. Also das ist cool gemacht. Mein Chibi guckt schon hungrig darunter. Nein, du darfst sie nicht essen. Nein. Gehen wir dann hier wieder raus oder wo gehen wir raus? Ja, hier oben. Und dann gehen wir noch auf unsere Terrasse. Wir haben ja noch eine große Terrasse. Achso, ja, stimmt, die Artefakte haben wir jetzt aber im kleinen Turm. Wollte ich gerade sagen, die Artefakte hatte ich bei ihm schon mal gesehen. Da vorne im Turm drin. Ja, war ja eigentlich der Plan, oben bei mir im Turm noch zu machen, aber da ich da mal eben einmal aus privaten Gründen momentan nicht so fertig geworden bin. Cool. Ach, hier geht's ins Wasser rein. Und da haben wir dann auch noch mal eben da ein Becken. Und unser Wikinger-Kanu. Ach, hier gibt es aber keinen Zugang, ne? Von der anderen Seite hinten müssten wir da ran. Okay. Ja, da steht Futterdruck drin. Ja, finde ich gut, dass er das so versteckt hat, ne? Da oben sind wir raus. Genau. Ja, hier ist dann halt auch noch ein Stück von der Terrasse. Ach, guck, wenigstens einer, der das abgestützt hat, ne? Ich meine, ja. Wir haben das ja so eingestellt, dass man das nicht abstützen muss, aber es sieht einfach besser aus, so, ne? Wenn es nicht so schwebend ist. Ja, das ist ein bisschen realistischer. Ja. Ja, das ist unsere gemütliche Terrasse, wo wir jetzt irgendwie keine Bänke momentan stehen. Die mussten wir wegstellen, weil wir mal eben einmal die lackieren mussten. Hier geht's auch zum Baden. Okay. Kannst du mit dem Boot ranfahren. Nur mit dem Boot kommst du nicht weit. Oh, wir kriegen da hinten, glaube ich, gleich Besuch.
Ein Spino, da muss ich doch mal neugierig gucken. Ach, ganz groß. Hat eine Null vergessen. Gut. Nur hat geregelt. Level 40. So. Ja, und jetzt können wir da hinten noch eben... Ach ja, das Zuchthaus noch finden. Da sind meine Otter drin. Und nachher habe ich keine Nadel mehr. Ja. Willkommen in meiner Welt, Pyro. Dann ist er nach innen gestupst. Jetzt schnell raus, schnell, bevor sie... Gut. So, jetzt geht's noch zu den Ottern. Otter? Otter, Otterbabys. Und den Turm hinten noch. Aber hat er sich cool Mühe gegeben, auch mit dem Weg hier rüber und sowas, ne? Finde ich richtig nice. Ja. Guck, hat sogar Büsche in Form geschnitten und so. Sehr nice. Ja, deswegen schläft er jetzt auch, weil er viel gearbeitet hat. Ja. Ach so, guckt mal. Ach je, eine kleine Falle. Ich finde die kleinen Scheiße ja voll toll. Mhm. Ist sogar rotbraun. Mhm. Na, du kleiner Scheiße. Zum Glück spielen wir kein PvP, ne? Ja. Gelitten, Alter, gelitten. Vor allem, der gibt dir keinen Hügel, ne? Ja, gut, ich sehe einen Hügel, ne? Ja, du, aber ich sehe den Hügel nicht. Nee. Ja, nicht. Ja, hier unser, mein Froschbecken. Das hat er extra für mich angefertigt. Ach, cool. Wie Froschbabys machen kann. So kann man mal Frösche züchten, ne? Ja, aber das bei dem ganz großen Becken einfach das Problem ist, wenn die unten am Boden sind, weil die halt mal eben einmal eine Kaulquappe sind, dann sind die halt schwer zu versorgen da unten. Ach, die ist ja riesig hier unten. Ja, da kannst du Mosa, also, ja, das ist klar. Unser Mosa ist gar nicht hier unten. Da kannst du alles drin züchten. Ja, Mosa alle. Ihr könnt nicht nur am Allianzhafen züchten, sondern hier könnt ihr echt alles züchten. Mhm. Krass. Ja. Cool. Man kann sagen, denk an deinen Sauerstoff. Ja. Wenn das mit der Zucht so eskaliert, wie bei den anderen Viechern. So, und da sind Otter drin. Meine Ottis. Hey. Guck mal, Pyro, da aber ist was Grünes mit oben, roten Streifen. Von oben sieht das so anders aus. Ach, das hat er doppelt gemacht. Mhm. Okay. Ja. Guck mal. Grün und rote Streifen. Das ach, schon mal hier bist du hingelaufen. Ja, ach, das ist schon mal dein. Die für den Mini ist gerade noch eingecryout oben. Alles Artefakt-Dealer. Okay. Mit dem gelben Bauch sieht auch cool aus, ne? Mhm. Ach je, alles Artefakt-Dealer, Leute. Mhm. Ach je. Ja, auch in voll blau putzig. Und so. Ich finde den weißen Bauch ja hier so klasse, ne? Ja. Oh. Hermelinchen. So, und jetzt gibt's noch den Turm. Moment, ich schau mal eben noch aufs Dach. Seht ihr, das Dach sieht nämlich anders aus. Hat er doppelt gemacht. Wahrscheinlich hat er hier Lampen reingesetzt oder so. Kann man hier Lampen sehen? Da, seht ihr? Da ist eine Lampe, ich sehe sie genau. Büro, der Fuchs. Ja. Hat er aber geschickt gemacht, ne? Von unten siehst du nicht, von oben normal auch nicht. Nee. Und nachts dann beleuchtet, ist cool. Ja. So, und hier geht's zu unserem Türmchen. Na, Froggy. Naturbelassener Weg. Cool. So. Das ist ja mal nice. Und du hast auch gleich, dass du hinter den Zaun quasi laufen kannst. Ja. Auch nicht schlecht. Rein, bevor die wieder zugeht. Ja. Oh, Hölle. So. Und jetzt darfst du einmal nach oben, Pyro. Okay. Jetzt siehst du die Artefakte, guck. Also da muss er dann irgendwie eine Bank oder irgendwas noch hinstellen oder so. Ja, ich bin einmal dran hergeflogen von außen, da habe ich die Artefakte.
gesehen. Da hat er, glaube ich, schon das Chaos-Artefakt gehabt. Da kannte ich das noch gar nicht. Ja, das kann sein, dass das. Aber jetzt sind, glaube ich, alle Artefakte, die wir auch haben. Also ihr habt, glaube ich, keinen Vorsprung mehr. Oh ja, ein bisschen weniger online momentan. Hey! Er hat noch 3 freie Plätze. Ich glaube, uns fehlen noch 4, glaube ich. Stimmt die Anzahl denn? Kann natürlich auch sein, dass die Anzahl gar nicht stimmt. Dass er vielleicht ein Platz weniger ist. Keine Ahnung. Es lässt mich nicht raus. Musst du dich bücken vielleicht? Nein. Du lässt mich nicht raus. Komme ich seitwärts raus? Ja. Je. Hat er zu groß Bäuschen gekriegt oder so. Ja, das ist in dem Sinne also Chris sein Zuhause und unsere Wasserbase. Okay. Sehr schön. Ja, und da oben ist ja die Hauptbase. Da habe ich aber da vorne einen Teleporter oder sowas gesehen, ne? Ja, Sprungpad. Wollen wir mit den Sinus eben hier rüber? Klub? Ja. Ich hätte auch ruhig eine kleine Tür machen können oder so. Sag ich ihm. Muss er umbauen. Nein, warte. Nein, wieso? Das ist ja. Ja, aber wieso? Das ist doch schnell gemacht. Aber das stimmt schon. Da brauchst du nicht ganz rumlaufen. Von den Laufwegen war her? Hier nicht irgendwo? Weil hier, ja, Mini ist schon da. Ach, die Cheaten. Die fliegen da einfach rüber. Ja. Ach, hier ist auch ein Sprungpad. Ja. Führt das auch nach oben? Ja. Sehr schön. Kommst du direkt nach oben? Bin gleich da. Hallo. Ja, sehr gut. Mini ist auch da. Hallo. So. Hallo. Wo geht's dann weiter? Hier oben. Moment, ich hab Standbild. Ja. Ach je. Na du Velo. Wieder da. Na, bin ich ja froh, dass wir mal eben einmal das Sprungbrett nicht unten zur Zuchtstation gemacht haben, Mini. Erdestahl. Ja. Können wir erstmal durch die Sattelkammer laufen. Ach, guck, diese Lehmbauteile, die passen ja gut rein, ne? Ja, ich mag die gerne. Ach, hat schon Auszeichnungen gekriegt. Ah ja, erster Platz, erste, dritte. Dritte Platz, zweite Platz. Aha. Ja. Sind also renommiert die Pferde, ja? Ja, Zuchtauszeichnung. Jetzt wissen wir, was wir alle machen, wenn wir nie da sind. Ja. Cool. Hier fehlt eins. Das hat die Zucht nicht überstanden. Das steht draußen. Ach, hier darf nur die Elite rein, ne? Die schon Auszeichnungen gekriegt haben und so. Nee, die machen gerade Ruhepause. Ach so. Cool. Ja, hier hinten ist dann noch eine Terrasse. Am Stall. Ach, auch noch? Ja. Oh, das Grünzeug ist schon wieder nachgewachsen. Ja. Aber normalerweise darf das doch bei Strukturen gar nicht nachwachsen. Ich verstehe das nicht. Beste, guckt euch das an hier, ne? Ja. So empfängt man Besuch. Da wuchert das hier schon durch den Boden. Naja, denn. Nein, das ist halt einfach so. Haben wir schon verstanden. Naturbelassen, ne? Das ist alles Deko. Ja. Genau, Mini. Aber die Lampen, die sind auch von der Gartenmod, ne? Ja, die waren von der Gartenmod, genau. Aber die sind gut eingepasst. Nicht freischwebend, sondern es sieht echt so aus, wenn die da oben festgemacht sind. Finde ich gut. Ja. Sehr schön. Dadurch, dass der Stall natürlich nochmal eben da beleuchtet ist, reicht das, ne? Du hast nicht so viel Verteidigung. Ist hier oben so wenig los? Ja. Weil ja. Nur ein paar Velos hier stehen hast, okay? Ja. Ja, und das hier, die Diva und so, die ist ja sonst auch noch mit auf Zack, ne? Na denn? Ja, hier steht auch noch vorne ein Velo. Ach ja, mein Dark Snow. Der schliefert.
Oh ja, reck dich und streck dich erstmal. Ein ganz hübscher Shadow Man. Mhm. Ach, guck mal, Naschwerk hat es uns hingelegt. Ach, je. Ja. Mini, du, dass der Mini auch Naschwerk? Nee, nee. Gönn dir. Dann Naschwerk. Das ist der Rest vom Stall, den ihr gerade drin vermisst habt, Pyro. Oh, ja, hier die Anke. Nee, die gehört nicht zu uns. Also ist jetzt auch eine 110er vor und war eine 280er hier noch. Ja, dann machst du nicht weg, dann kommt kein Raubtier oder so. Ja. Solange die hier rumlopert. Genau, die stören ja auch nicht. Tropignatus, das sind ja Spaßviecher, ne? Ja, die Düsenantrieb an und losfeuern. Ja. Ach, Krokus. Meine Krokus, genau. Die haben die Krokus auch am Wasser liegen. Ja, das ist, da gehören sie auch hin. Ja, die passen ja gut hin, ne? Mhm. Kleiner Steg. Mhm. Sehr schön. Den Steg hast du gemacht oder war der schon? Den hab ich gemacht. Den hab cool. ich gemacht. Ja, was Größeres, ja. Nee, klein und zierlich. Würde sonst nicht aussehen. Ne? Passt hier rein. Finde ich schön. Ich könnte hier auch angeln, wenn hier Fische drin wären. Hier ist ein Slavosaurus, müssen wir leise sein. Hallo. Ach je. Der will doch gar nicht wach sein. Ach, der hat ein grünes Bäuchlein, du willst wach sein. Okay. Ja, ich wollte doch sagen. Hallo. Ja, okay, Leute, der Garten ist so groß, weil wir hatten ja vorher die HG-Mod. Genau. Da konnte man natürlich viel mehr anbauen. Da konnten wir auch Kristall anbauen und sowas. Dadurch haben wir natürlich auch noch, weil wir ziemlich früh angebaut haben, noch einen guten Vorrat an Kristall und sowas. Und das ist jetzt nun mal nicht mehr... HG ist nun mal halt nicht mehr. Ja, seltene Blume, seltene Pilze, da war ja alles. Ja, ja, mein kleiner... Ich hätte ihm jetzt auch die Tür aufgemacht. Der hat schon Gummihandschuhe an. Du bist immer der den Mist wegräumen muss, ne? Arme Socke. Ja, und ganz wichtig, eine Knutschkugel ist auch mit hier drin. Ja. Die musste hier rein. Und mein Iguanodon, der ist ein bisschen halt als Dünger Schutz. Hier Kakis. Ja. Aber wie viele Schafe hast denn du? So viele, dass sie genug Wolle bringen. Ach je, wir haben nur zwei oder drei Schafe oder sowas und wir haben Wolle und Mass. Ja, aber ich kann dann immer bis zu einer gewissen Anzahl, weil das ja Herdentiere sind, kann ich dann ja, das ist ja eigentlich noch viel zu wenig, ich kann die nicht stehen lassen. Du siehst ja toll aus. Da ist ein tolles Schwein hier. Na? Ja. Guck, das bewegt sich sogar. Hallo Schweini. Tolles Schweini. Vor allem, das hat auch noch grüne Punkte, ne? Deswegen tolles Schweini. Das ist grün mit grünen Punkten. Mach dir nichts draus. Die andere Sau ist auch grün. Haben wir hier hinten noch? Hier hinten auch wieder eine Terrasse dran? Nein. Wir haben noch Spinos. Ja. Spinos haben wir, glaube ich, gar nicht. Ja, es waren so die ersten. Dann meine Diva steht ja vorne noch. Ja, es reicht aber hier auch auf der Karte. Ja, dann habe ich noch, von Una habe ich noch die X-Spinos jetzt. Aber die habe ich aktuell gerade in der Zucht drin. Also die sind gerade weggecryot. Aber wir gucken uns erst eben Werkstatt und dann können wir unten noch eben einmal gucken. Ja, ich bin sofort da. Hey. Stell mich schon mal rein, damit die Tür aufgeht. Genau. So. Alles wartet nur auf Pyro. Hey. Ja, das ist dann so die bescheidene gemeinschaftliche Werkstatt von Chris und mir. Das ist auch gut, dass wir den hier um die Hälfte verkleinert haben, ne? Ja. Ja.
Ja, war ja auch mal von der Community, wurde das vorgeschlagen und dann haben wir gesagt, okay, haben wir den hier um die Hälfte verkleinert und auch den Tech-Gen. Die Hyäne. Ich habe in meiner ganzen A-Karriere nur eine Hyäne getamed. Warum? Ich verstehe das nicht. Die sind so cool. Ja, vor allem die kann man dann ja auch mal eben vom Gewicht her, wenn man überlegt, die hat jetzt mal eben einmal, die hat 2000 Gewicht, ne? Kann das sein, dass du hier eine 0 stehen hast und dann eine 2? Ich könnte ja gar nicht schlafen. Ich habe in der Tasche 553 Pump und 423 normale. Also ja. Ich habe noch was da. Ja, deswegen sage ich, warum steht hier eine 0? Guck mal, hier kriegst du auch einen Albtraum. Ich habe noch nicht wieder produziert. Ach je! Ich bin momentan unterwegs. Ich denke mal, die restlichen 250.000 sind dann in der Werkbänke verteilt, oder? Nein, guck. Hier kann ich dir aufmachen. Willst du reingucken? Doch, 1.200 sind noch. Ach, Leute, also. Naja, jeder so wie er, ne? Also, ja. Ach, je. Jetzt hat er genau in die Werkbank geguckt, wo gerade alles reingeschmissen. Ne, so viel ist er ja gar nicht drin. Ich würde aber Zündpuder und sowas hier mitmachen, ne? Mit dem S-Plus-Labor. Ja. Ja, ja. Natürlich. Es macht schon auf, da geht doch noch eine Treppe hoch. Nee, ich habe noch nicht aufgemacht, das ist aufgegangen. Das ist ja habt gar ihr eigentlich nicht. Habt ihr eigentlich schon meine Sprenkelanlage hier unten gesehen an der Decke? Ja. Cool. Das ist für die Luftfeuchtigkeit. Ach so, Ich kann nicht vorlaufen, haha. Auch ist wieder zu. Ich weiß nicht. So. Ja, das ist natürlich auch noch mal eben einmal, klar, dadurch, dass wir halt natürlich keine HG-Mod mehr haben. Boah, der sieht auch cool aus hier, ne? Ach, mein King Lion. Der sieht ja cool mein, aus. Mein Stolz. Ja, unten habe ich auch noch einen anderen Punkt von der Mini. Sieht cool aus, ey. Und auch. Ja. Den mag ich schon mal. Wir haben auch einen Hover. Ja, ich habe den aber immer noch nicht ausgebaut. Je, ich wollte sagen. Also der passt ja gerade so drauf. Es kann nur keiner offiziell aufsteigen. Ist das hier die Todesrutsche dann? Nee. Nee? Nee, aber man hat ja Sinus. Dann geht das ach so. Ja, okay. ja, das hier ist nur... Hier auch nochmal Garten, Leute. Das ist halt, weil wir vorher halt, wie gesagt, Kristall und alles anbauen konnten mit der HG-Mod. Ja, und wir waren uns ja aktuell noch nicht einig, ob man dann wieder eine Gartenmod nimmt oder ob man die Gachas ja, mal aber ich denk, aktuell. Ja, es reicht. Ich denke, wir kommen auch so damit aus. Ja, so. Ja, aber irgendwie hatte ich das jetzt noch nicht abgerissen, weil. Weiß ich nicht. Ja. So. Und jetzt können wir noch eben die Außentreppe nach unten nehmen. Jetzt hat Mini die Tür an den Kopf gekriegt. Ja, ich bin's doch vom Pyro gewohnt. Ach, hey, je, sag doch nicht mal sowas. Wenn's doch wahr ist. Pyro? Ja. Ach so. Dr. Modde, nee, Sumsum. Nee, hier ist nicht. Ach so, ja, meine Sumsum, genau. Ich hab da immer diese Dino-Brille drauf. Drauf getan. Wenn du die komplett schwarz machst, dann ist es die Stubenfliege Puck. Ja, stimmt, die habe ich jetzt auch nicht. Schwarze Brille. Ja, ich hatte hier irgendwie die Treppe, aber jetzt, wo man die Sinus hat, läuft gefühlt keiner die Treppe. Ja. Ja, und das ist dann hier unten meine schicke, kleine, bescheidene oder unsere bescheidene Küche. Okay. Läuft. Das war das läuft allererste. Dann, ach ja, der läuft ja über Strom, ne? Ja. Ja, das war das allererste Haus, mein Lehmhüttlein. Die Starterhütte so gesehen. Also nee, die Starterhütte war ja unten am Strand, aber dann halt, wo ich hier oben hingezogen bin. Okay. Und natürlich meine ganzen Jaboas. Oh. Und hier unten ist auch nochmal Berg. Nee. Doch, ist Lager. Das ist Lager, genau. Achso, Bokosan ist ja auf. Hey, ja. Wie süß. 16.000? Die zeigt uns nicht ihr richtiges Lager. Also ich weiß nicht, was hier, guck mal, also warte mal, Pelz, achso, ich hab noch nicht, müsst dann mal wieder reinpolen.
Warte mal, ich kann ja mal Wolle reinpolen. Ah nee, so viel ist gar nicht. Ich hab erst gepult. Die zeigt uns nicht hier richtiges Lager. Merkst du das, Mini? Die hat irgendwo hier drunter, hat die noch, ne? Richtig fett gehortet. Das warte, kann ich mir so nicht vorstellen. Das kann ich, das ist kaputt. Guck mal, da ist das Lager. Ganz da unten, wenn du dann so machst, kommst du nach unten. Guck, die hat sogar noch gebuddelt fürs Lager. Ja, dann lass uns mal noch weiter stiefeln. Ich kann sagen, jetzt wollt ihr bestimmt die Zuchtstation sehen. Ja. Ach nein, mein Turm. Ja, den Turm, Leute, hatten wir schon ein paar Mal in der Aufnahme gesehen. Den wollte Freya ja. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber bei mir sieht er immer noch so aus wie in der Aufnahme. Ja. Ja, ich hab das doch noch nicht geschafft, mal eben einmal. Du weißt doch, Real Life und so. Wird das nicht buchstabiert ARK oder so? Leute, vielleicht wurde es mir auch nicht reingeladen. Ja, genau. Ja, und das ist dann mal eben einmal so der Kumpel vom Schlafi. Aber Schlafi steht nur Sattel ausrüsten. Ich kann Schlafi nicht aufwecken. Der ist doch nicht schlimm. Doch, jetzt. Der ist aber hübsch. Das ist aber ein Aberration-Schlafi. Der andere war kein Aberrant. Ein normaler. Der sieht hübsch aus hier. Mein Apple? Ja. Aber nur, weil er grün ist. Deswegen magst du den. Ach hey, tu doch nicht so, als wenn ich die Dinger diskriminiere. Oh, Garkinos. Grüne Garkinos. Ja, die ist vorhin geschlüpft. Die ist vorhin hier geschlüpft. Bist du. Also mit dem Mutator, ne? Hast dich verirrt und sie hat dich aufgenommen, ne? Ja. Das sind die Eltern. Die haben noch eine Schildkröte üben drüber. Also das Schildkrötenzeichen, wie Freya gerade sagte, das kommt von diesem Mutator. Da kann man auch einstellen von S+, dass Tiere Nöken und Töken machen können, die normalerweise nicht Nöken und Töken machen. Und deswegen ein Baby. Ja. Und wo es dann keine Baby-Animation gibt, da kommt dann sofort das in Groß raus. Ja. Ja. Von den Werte her, außer Kampf, hat das mal eben gut was übernommen, aber Kampf eben nicht. Kampf hat nur 44 und die andere hat, glaube ich, 70 oder so. Also, ja, okay, Kampf ist ein bisschen. Ja. 87 Kampf, na, das. War das die? Ne, das, da habe ich irgendwas anderes reingekriegt. 44 Kampf und du hast 61 Kampf. Ja, da wären die 61 schon besser, der Rest passt ja. Ja. Was haben wir denn hier noch am Zuchten? Och, ein, zwei Sinus noch? Ja. Ja, aber das ist halt mal eben einmal für die Community dann noch zum Aussuchen. Ja. Also eigentlich ist man ja ziemlich also versorgt. Hier sind alle Nester am Flattern, also überall Eier drin. Hier sind auch noch Sinus. Ja. Hallo. Ja, so ein paar Rex-Eier und der übliche Wahnsinn eben. Wer das hier noch nicht kennt, Propagator, das hatten wir ja auch mal erklärt, wie die funktionieren und sowas. Fluch und Segen zugleich, sage ich euch Leute, weil damit kannst du eine Massenzucht starten. Ja gut, das ist ja jetzt für den Kampf, aber guckt euch mal das hier an, Pyro. Der sieht doch cool aus. Der sieht doch mal absolut scharf aus, oder? Und der ist jetzt nicht irgendwie so provozierbar. Momentan gehe ich halt nur auf Werte, ne? Ja. Also aber schade, dass da ein Sattel drauf muss. Der sieht ja wohl cool aus. Was sagen denn deine Werte? Geht. Außer Ausdauer? Was 83, 63, 86. Ja, reicht doch. So viel Ausdauer brauchen ja. Der sieht ja cool aus. Ja. Also wenn du den nicht mehr zur Zucht brauchst, dann kann er sich ruhig zu uns verirren. So wie er ist, ja. Böse, böse Ohr. Ja, ich weiß, da schiede ich schon die ganze Zeit drauf, aber ich weiß nicht, ob wir schon alles gesehen haben. Hinten ist noch die zwei Gebäude, die Ställe. Ja, die gucken wir uns natürlich an. Dann wird die Folge halt ein bisschen länger. Ich mache hier mal kurz einen kleinen Überflug, um mal so einen Überblick zu zeigen, was hier alles so los ist hier. Genau. Guckt euch das an. Ach, im Turm unten drin sitzen noch die Gachas.
Die hatte die aber auch von außen, hattest du das, glaube ich, oder von oben hattest du das Sind gesehen in das der anderen Folge, Gigas ne? oder diese Kacher-Dinger? Gasterodontosaurus. Genau. Genau. Was hattest du jetzt? Ich. Ich sagte, unten im Turm, aber die hattest du ja auch schon halbwegs gesehen, da sitzen ja noch die Gachas drin. In Ja. dem Großen, ja. Ja, und das sind meine oder unsere Ställe, wo so ein bisschen schon was hingestellt ist, ja, auch zuchtmäßig und so steht hier halt. Da seht das. Nur Ja. Schmutz. Nein, die sind hübsch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hör auf. Das ist nicht nett. Nur Wie Schmutz. viel hier gezüchtet wird, Leute. Guckt euch das an. Ein Ja, für Wahnsinn. Ach, jeden guck, Wunsch was dabei. die sind sogar verbunden, die Gebäude. Aha. Ja. Da was draufgebaut? Ach, hier ist ein Quetz mit S-Plus-Ding Ja. drauf. Zum Bauen. Ist ganz praktisch. Okay. Packst du da mal eben ein paar Materialien rein und kannst du dann mal, ihr muss nicht immer Ja. Teile vorfertigen. Hier ist. Ach, guck, hier haben sie diesen S-Plus-Tech-Elevator. Haben sie einfach 4 Stück gemacht. Aneinander gesetzt. Cool. Ja, Zack. und unten ist mir aber ein Missgeschick passiert mit den Foundations. Die Foundations konnte ich wieder aufheben, aber die Tech-Elevatoren nicht hier. Das Ja, kriege ich nicht die sind zu runter. tief, also werden nicht hoch können. Ja, ich hatte ja Foundations drunter und jetzt kriege ich die nicht mehr hoch. Jetzt will er immer nur die Plattform aufheben. Na, dann muss es halt so bleiben. Tja. Erstmal. Das ist. Was denn? Aufweg nach oben, oder? Hier von der anderen Seite, ne? Ansonsten noch nicht. Hier. Ja, wenn die verbunden sind, dann geht das ja. Hier kann Ja, in der man Mitte hat hoch. man halt jetzt. Ja, und ganz hoch. Nee, das ist ja für die Flieger da drüben. Ja, Ja, hier ist noch nicht ganz fertig. weil die Verbindung ja ganz oben ist. Ja. Ja, hier Okay. braucht man für die Flieger. Für die Flieger braucht man das ja nicht. Die können ja hochfliegen. Ja, und hier ist, wie gesagt, ist noch nicht fertig. Ja. Ja, und das ist zum Beispiel hier auch einer von meinem Stolz. Den finde ich klasse von den Farben her. Der hier, ne? Der sieht cool aus. Bilden. Der da. Ja. Boah. Der sieht ja fett aus. Ich finde Ach, das so cool herrje. mit diesen pinken Stacheln obendrauf und Warum dann hast diese du dich denn hier Silhouette. verirrt? Ach, Dass alle herrje. die Verirrten dann immer nach Freya gehen. Also wirklich. Tja. Ja. Und meine Techbase haben wir hier noch. Hey Also Leute, mein Labor. wenn wir hier unter den Schuppen gucken, ist irgendwo mein Brandzeichen. Das weiß ich genau. Bitte, deine Tech-Dings Hey. hier. So. Ja. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, du bist heute nicht artig, kann das sein? Oje. Ist mein Reden. Was möchtest du mir damit sagen? Oh ja. Ach, Büro. Je. Schön, jetzt habe ich wieder Standbild. Das war ich nicht entschuldigt. Doch, wer denn sonst, wenn nicht du? Du machst aber so einen Schmutz. Gar nicht wahr. Oh, der Mini. Was machst du denn mit dem Mini? So. Tja. Dann würde ich sagen, stellen wir uns mal zu dem Mini. Mini ist leicht am Räuchern. Weil, weiß ich nicht, Räucherfleisch hält sie länger oder so. Hast So, du was untersucht oder was hast du da versucht, Pyro? stellen wir uns mal zu dem Mini. Das sieht ganz cool aus. Ach, schade, jetzt weg. Man hat gerade nur die Augen leuchten sehen. So, dann ja, passt ja, es wird dunkel. Ich sag mal, die ganze Base-Anlage vom Stamm Freya, was ja Chris und Freya zusammengebaut haben, finde ich irre cool. Ist richtig was Tolles geworden.
lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und sich das mal anzugucken und vielleicht die ein oder andere Idee vielleicht beim nächsten Mal bei uns mit einzuschnitzen oder so. Auf jeden Fall, ne? In diesem Sinne würde ich mal sagen, tüdelü und danke an Freya, dass wir uns das angucken durften. Gerne, gerne. Tüdelü. Tschüss.